Geil, geil! What the fuck? What the fuck? Motivation overloaded, wenn wir losziehen, ey. Wenn wir uns dann eine Stange easy durchziehen, ey. Ihr habt es euch gewünscht, Freunde. Ich sehe es im Chat. Ja, Freunde, wir ziehen es durch. Er ist einer der heftigsten Calisthenics-Typen. Champions, ist dreifacher World Champion geworden. Soweit ich weiß, also ist dreifacher Weltmeister in Calisthenics. Und das gönnen wir uns jetzt mal kurz. Wir schauen nochmal rein, was da startet. Ich bin gespannt, Freunde. Ihr habt mir den Link geschickt und wir gönnen uns jetzt das Video. World Championships, genau das ziehen wir uns jetzt rein. Switchen wir mal hier zu YouTube. Andrea La Rosa, 1,3 Millionen Aufrufe. Ja, bin gespannt. Gute Bewertung. Ist ein kurzes Video, 3 Minuten. Mal schauen, was hier los ist. Und ja, let's get do it. Ah, da haben wir einen. Jetzt, gut aufgepasst, Freunde, denn man darf jetzt nicht verlieren, nicht vergessen, dass es auch die Schwerkraft auch bei Andrea La Rosa noch gibt. Nicht zu vergessen, er muss auch gegen die Schwerkraft ankämpfen. Unglaublich krass. Allein diese Position, die ihr jetzt seht, die zu halten, verbraucht sowas von einer Körperspannung und Muskulatur und Kraft. Das ist für mich Qualitätsmuskulatur vom Feinsten. Das ist für mich wirklich unglaublich krass. Geil, geil! Die Adern am Bizeps, die Schulterpartie extrem definiert, natürlich kein Gramm Übergewicht. So muss einfach die Statur, die Definition vom Körper sein, um sowas leisten zu können. What the fuck? What the fuck? Geil! Wisst ihr was, Freunde? Ich glaube, ich mache mal ein YouTube-Video, wo ich sowas auch versuche. An der Reckstange so die heftigsten Übungen. Was meint ihr? Also den Planche und so weiter. Also ich kann auch die ein oder andere Körpergewichtsübung durchaus. Ja? Trainiere auch Calisthenics-Übungen hin und wieder. Ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Das heißt, ich mache nicht nur Calisthenics, weil ich möchte so ein Allrounder sein. Aber ich sehe schon, sieht extrem geil aus. Ja, schwimmen wir mal kurz nach vorne. Ich finde alle Übungen heftig. Aber er hat sich auf Planche und so weiter spezialisiert. Ja. Geil. Geil. So, sowas sich vorzustellen, wie heftig das ist, kann man eigentlich nur, wenn man mal das selbst probiert. Seht ihr einfach hier den Winkel, wie die Hand, wie der Arm nach vorne geht, dass der nicht einfach gerade runterbrettert. Diese Spannung, die er hier und hier in den Schultern aufbauen muss, ist unglaublich. Ist unglaublich. Was? Was? Geil, geil. Ja, Respekt, lieber Andrea La Rosa. Grüße gehen raus zu dir. Heftige Leistung. Weiter so. Und der nächste Weltmeistertitel wird auf dich warten. Du bist in der Endcard drinne. Doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Ja, mehr Fitness gibt's nicht. Such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier. Du weißt, es würde sich lohnen.